Herzlich willkommen zu Tag 4 des XR-Konferenzprogramms bei den Medientagen München 2020. Hier wollen wir mit Vordenkerinnen und Expertinnen aus der ganzen Welt diskutieren und erfahren, wie wir Virtual, Augmented und Mixed Reality und neue Soundgestaltungen in der Medienbranche erleben können und wofür wir sie einsetzen können. Mein Name ist Silke Schmidt, ich leite den XRH Bavaria hier an seiner Location in München. Und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg und Würzburg kümmern wir uns darum, das Thema XR in allen seinen Facetten voranzutreiben. Oft werden Technik und das menschliche Leben als Gegensatz gesehen. Wir zeigen heute, dass dieser Gegensatz gar nicht besteht. Im Gegenteil. XR-Technologie kann helfen, Aspekte des Lebens zu zeigen, die wir mit Worten und mit klassischen Medien gar nicht richtig beschreiben und zeigen können. Das heutige Programm wird dieses in ganz besonderer Weise deutlich machen. Denn heute geht es um Story Living. Das Erzählen im dreidimensionalen Raum ist kein Storytelling mehr, sondern Story Living. Wir zeigen, wie XR-Technologien genutzt werden können, um auf neue Weise Geschichten über Leben, Liebe und Tod zu erzählen. Dazu haben wir wunderbare Gäste eingeladen, die uns Projekte präsentieren werden, die XR-Technologien nutzen, um uns zu berühren, unsere Sinne schärfen und unsere Wahrnehmung erweitern, die uns bereichern. Wir hoffen damit, unser Publikum neugierig zu machen auf XR-Technologien und wir laden Sie ein, auch im Nachgang auf uns zuzukommen, um weiter an diesem Thema mit uns zu arbeiten. Das Themenspektrum dieses Tages ist sehr weit. Wir spannen den Bogen von privaten, intimen Geschichten über geschichtliche und politische Entwicklungen bis zu grundsätzlichen Themen wie dem Schutz des Meeres oder die Funktionsweise des Gehirns. Geschichten über Leben, Liebe und Tod. Bevor wir jetzt in einzelne Projekte gehen, wollen wir uns einem grundsätzlichen Thema widmen, nämlich dem Thema Schule und Bildung. Dazu beginnen wir mit einer Keynote, die inspiriert ist von der Liebe zu unseren Kindern und dem Leben, in das sie hineingeboren oder vielleicht auch hineingeworfen werden. Denn unsere Kinder heute sind Digital Natives. Für sie ist vieles ganz normal, was wir in unserer Generation erst mühsam lernen müssen. Und auch dieses Spannungsfeld werden wir uns heute anschauen. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig eine zukunftsorientierte und innovative Digitalisierung in der Bildungsarbeit ist. Und das, also es geht nicht darum, Schulen mit iPads auszustatten oder endlich eine funktionierende Internetverbindung herzustellen. Wir als XRH Bavaria sehen in Virtual und Augmented Reality ein Zukunftsmodell für Schule und Bildung. Dazu haben wir uns einen Top-Experten eingeladen, und zwar Florian Kubiak. Wir arbeiten schon sehr lange mit ihm zusammen und freuen uns jedes Mal, denn Florian, du bist zum einen Lehrer, das heißt, du kennst Schülerinnen und Schüler und weißt, was sie erfreut. Und wir sind auch der Überzeugung, dass Lernen durchaus Spaß machen darf. Weiterhin bist du medienpädagogischer Berater Digitale Bildung, kennst also die Situation an den Schulen und auch die Sorgen der Lehrkräfte, der Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht auch mit XR-Technologien noch gar nicht umgegangen sind und erst eingeführt werden müssen. Für sie hast du viele Tipps parat und hast auch schon über 2000 Lehrerinnen und Lehrer zum Thema XR in Dillingen geschult. Großartig, vielen Dank schon mal dafür. Und drittens bist du XR-Enthusiast, so wie wir. Und wir verfolgen gemeinsam die aktuellen Entwicklungen und Trends und sind offen für Experimente, auch gerne für gemeinsame. Jetzt freuen wir uns auf dein gebündeltes Wissen und deine Erfahrungen. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, also mein Name ist Florian Kubiak. Wie schon gesagt, ich bin Lehrer und beschäftige mich jetzt seit knapp 7 Jahren, glaube ich, schon mit der Technik Virtual Reality. Und gehe da durchs Land und versuche eigentlich hauptsächlich Lehrkräften diese Technik näher zu bringen, weil doch da ganz viele Ansatzpunkte für die Bildung, Bildungseinrichtungen allgemein sind oder ich sehe und die möchte ich eben näher bringen. Und da soll eben heute die Keynote ein bisschen helfen, ist natürlich ein ungewöhnliches Format, weil eigentlich diese Technik genau von Präsenz lebt, um das mal zu spüren, aber im weitesten Sinne natürlich auch wieder die Präsenz auflöst letztendlich, aber dazu später. Genau. Ich habe das meine Keynote eben künstliche Realitäten genannt, Bildung 5.0, weil ich glaube, dass wir schon mit dieser neuen Technik also sehr weit voraus sind und die in den meisten Bildungseinrichtungen zumindest noch gar nicht auf dem Schirm sind. Und ich möchte mal so einen kleinen Blick in die Zukunft zeigen, aber eigentlich auch schon
direkt Beispiele zeigen, wie ich schon heutzutage diese Technik der VR und AR schon in der Schule einsetze. Ja? Und da möchte ich eben so ein paar Anleitungen geben und eben Beispiele auch. Genau. Mein Name ist Florian Kubiak, habe ich schon gesagt. Ich kann die Folie direkt überspringen, du hast mich so schön vorgestellt. Genau. Ich habe hier so einen einleitenden Satz, den ich immer sehr passend finde, gerade für Lehrkräfte oder mit Menschen, die in Bildungseinrichtungen zu tun haben. Und es geht im Grunde um diese Jugendkultur, die wir vor uns haben, gerade in Schulen, wo wir Kinder haben, die in einer digitalen Welt aufgewachsen sind, die kennen analoge Geräte vielleicht gar nicht mehr, die kennen oder auch keine Telefonzellen mehr oder solche Sachen. Und jetzt müssen wir bei denen was beibringen von einer Technik, von der die meisten wahrscheinlich in den höheren Semestern gar nichts mehr verstehen oder gar nicht kennen, noch nie gesehen haben. Und wir sollen die vorbereiten auf eine Zukunft. Und das ist sehr schwierig. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, wir müssen Mut haben, diese Techniken zu verwenden und auch Mut haben, auch mal nichts zu wissen, gerade als Lehrkräfte. Wir sind nicht allwissend und wir können auch einiges über oder von unseren Schülern vielleicht auch lernen. Ich habe hier eine Folie, die ich ganz wichtig finde. Und zwar, es geht darum, wie sich einfach die Arbeitswelt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verändern wird. Und das haben wir schon ganz viel oder leben wir tagtäglich eigentlich, wie Jobs wegfallen, die vielleicht vorher standardmäßig waren und die jetzt ersetzt werden durch Maschinen, durch Computer, durch KI. Und diese Folie zeigt sehr drastisch eigentlich, wie die Zukunft aussehen kann. Dass im Grunde jetzt, wenn wir mal China nehmen, wirklich 77% der Jobs wirklich verändert oder wegfallen könnten. Und es müssen neue Ideen von Arbeitsmöglichkeiten gefunden werden. Das zeigt auch, dass die Technik natürlich sehr wichtig ist und dass die Technik oder Digitalisierung einfach voranschreitet und die nimmt auch keine Rücksicht. Und deswegen umso wichtiger, dass wir eben hier darauf achten, gerade als Bildungseinrichtungen, dass wir die Kinder hier auch dementsprechend natürlich vorbereiten. Und darum sehe ich es auch, das möchte ich so hervorheben, auch ganz wichtig. Unser Bildungsauftrag, den wir in Bildungseinrichtungen haben oder speziell in den Schulen, ist, wir müssen junge Menschen vorbereiten auf diese Welt da draußen. Und diese Welt ist momentan rein digital, ja? Oder nicht rein digital, aber ist zum großen Teil digital. Und es wird immer mehr. Und wir können nicht mehr die Augen davor verschließen, dass es ohne Digitalisierung geht. Es wird nicht funktionieren. Und wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, also unseren Bildungsauftrag, das steht bei uns festgeschrieben, dass wir das machen müssen und die Kinder nicht vorbereiten, dann haben wir natürlich ein gesellschaftliches Problem und sind vielleicht auch letztendlich irgendwann mal abgeschlagen. Und gerade der Standort Deutschland ist davon sehr stark betroffen, weil wir natürlich schon weltweit führend sind in vielen Bereichen und dementsprechend da auch natürlich auf Nachhaltigkeit setzen müssen und dementsprechend die Kinder da auch vorbereiten. Warum sehe ich diese Technik der Virtual Reality oder allgemein dieser künstlichen Realität so wichtig? Also wir haben diesen Erziehungs- und Bildungsauftrag, das sagte ich schon. Hier ist einfach die Vorbereitung der Kinder auf diese Welt da draußen. Die müssen einen Computer bedienen können. Die müssen Maschinen bedienen können über vielleicht Touchpanels. Die müssen wissen vielleicht, wie ein Surfer funktioniert oder auch wissen, was mit meinen Daten passiert, wenn ich irgendwelche Sachen ausfülle, klicke oder sonst irgendwas. Und hier sind wir ganz wichtig als Lehrkräfte oder auch als Dozenten, wer auch immer, und müssen diesen Auftrag eben erfüllen. Weiter hat sich natürlich die Berufswelt sehr verändert. Wenn man jetzt mal als Beispiel den Kfz-Mechaniker nimmt, das war früher ein Mechaniker, wie der Name sagt, und heute heißt der Kfz-Mechatroniker. Ja, also der Name ist sich schon geändert, das heißt, jetzt heutzutage wird erstmal der Laptop an das Auto hingeklemmt und wird geschaut, wo ist der Fehler. Ja? Und früher hat man vielleicht dann noch mechanisch, also gehört oder hat geklopft oder sonst irgendwas gemacht. Also auch hier hat sich die Berufswelt verändert und das findet man in jedem Beruf, diese Veränderung. Also man muss diese Digitalisierung ernst nehmen. Die Kommunikationswege verändern sich, haben sich verändert. Ich denke, die Pandemie hat es jetzt ganz drastisch gezeigt, wie wichtig neue Ideen der Kommunikation sind. Also ob das jetzt natürlich Videokonferenzen sind, so wie wir es jetzt auch hier gerade machen, eine Übertragung, vielleicht ein Stream oder eben vielleicht sogar mit virtuellen Präsenzen, wo man sagt, ich muss nicht nach New York fliegen für 2 Stunden, sondern ich versetze mich als Hologramm in einen anderen Raum und kann so kommunizieren und spare mir hier Ressourcen, von Natur schone ich, und auch Zeit und Geld natürlich. Und hier ist natürlich diese neue Technik sehr, sehr spannend, weil die einfach viele neue Ansätze bringt, die sehr gewinnbringend sind. Dann ist natürlich dieses VR, also Virtual Reality, ist im Kinderzimmer angekommen. Das heißt,
Viele Eltern oder Erziehungsberechtigten wissen gar nicht, was ihre Kinder da machen. Die sehen auch nicht in diese Brille rein. Und dementsprechend, glaube ich, auch die Aufklärungsarbeit für gerade für Erwachsene und auch für Eltern ist einfach enorm wichtig. Und die müssen wir genauso erfüllen natürlich. Grundsätzlich habe ich so einen Anspruch, ich möchte ein Wissender sein. Ich möchte Bescheid wissen, wie eine Technik funktioniert. Und gerade bei neuen Techniken, jetzt wie VR, da weiß man vielleicht gar nicht, was dahinter steckt. Wie funktioniert das überhaupt? Und dementsprechend kann ich mich auch nicht schützen. Ich weiß nicht, was mit meinen Daten passiert. Oder ich weiß vielleicht gar nicht, welche Daten überhaupt erhoben werden. Und so ist es, glaube ich, immer gut, nach Wissen zu streben und in dem Fall auch natürlich auch zu wissen, wie so eine Technik funktioniert. Und das sollte eigentlich ein Grundwissen irgendwann sein, dass wir dann nicht irgendwie überrannt werden von irgendwas. Und letztendlich, oder natürlich vielleicht ganz am Anfang eigentlich schon, zu sehen die Digitalisierung allgemein, die gerade massiv natürlich an Bedeutung gewonnen hat durch die weltweite Pandemie, die wir jetzt haben. Also wie gesagt, die Kommunikation, auch die Firmen müssen umdenken, im Homeoffice arbeiten. Also es ist eine komplette Veränderung gerade da. Und diesen Schub, den kann man natürlich auch mit aufnehmen und auch nutzen. Wenn wir von virtueller Realität sprechen, ja, also mal den deutschen Begriff gesehen, kurz abgekürzt mit VR, dann müssen wir auch immer von KI sprechen, weil diese zwei Schlüsseltechnologien momentan eigentlich sind sehr eng miteinander verbunden. Also alles oder ganz viel, was in VR passiert, also Berechnungen oder irgendwelche Entscheidungen, die passieren über eine KI, über eine künstliche Intelligenz, die trainiert wurde oder eben diesbezüglich irgendwie Berechnungen erstellt und das viel schneller macht als herkömmliche Methoden. Also diese Techniken werden uns begegnen in vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt das Handy ist oder das Smartphone oder eben dann später die VR-Brille oder eine Mixed-IR-Brille oder irgendwas. Also das sind ganz wichtige Techniken. Wenn man mal den Überbegriff anschaut, also Extended Reality oder diese drei Unterbereiche mal anschaut, also Virtual Reality, was die meisten vielleicht schon kennen auch so ein bisschen, man setzt quasi eine Brille auf, wie so eine Taucherbrille, ist komplett abgeschlossen, hat quasi einen Monitor vor sich. Ich bekomme dann auf diesen Monitor ein Bild zugespielt von einem Computer und in meinem Gehirn wird quasi durch den leichten Versatz der zwei Bilder auf meinen Augen wird quasi ein 3D-Gefühl erzeugt. Also das heißt, ich nehme diese Umgebung, die ich hier auf meinen Augen habe oder auf meinem Kopf habe, tatsächlich in 3D wahr. Augmented Reality ist so, dass ich hier eben künstliche digitale Elemente in die echte Welt bringe. Also ein Beispiel ist so Pokémon Go, das ist so der Klassiker gewesen, wo ich dann quasi irgendwelche kleinen Tierchen, man verzeih mir den Ausdruck, irgendwie in die echte Welt setzt und dann damit agieren muss. Ja? Oder natürlich, wie man jetzt hier auch sieht, so eine Weltkugel, die ich einfach auf die Hand setzen kann. Also heißt, in die echte Welt digitale Objekte einfügen, also die Welt dadurch erweitern. Und dann natürlich die Mixed Reality, so die Höchstform oder das, was man vielleicht anstrebt, dass man sagt, wir haben jetzt ein Sichtfeld von einer Brille, ich sehe meine echte Umgebung und jetzt kann vielleicht auch mit einer KI gesteuert noch zusätzlich ein digitales Element mit mir agieren oder auch mit meiner Umwelt. Ja, also im höchsten Fall habe ich hier einen digitalen Guide vor mir, der mit mir spricht, der mich kennt, der auf meine Gefühle reagiert oder der mir gut zuspricht oder mir hilft. Ja. Und das wäre so die Höchstform, wo wir auch schon sehr nah dran sind. Genau, das wären so die drei Oberbegriffe der Technik. Jetzt gehen wir mal noch zu dem Begriff künstliche Realität. Also ich habe es jetzt mal künstliche Realität genannt, weil ich so mit alle drei Bereiche übertiteln kann. Im Grunde ist es so, ich schaffe etwas Künstliches. Also ich habe natürlich nicht die Realität, das wäre 100%. Das, was ich sehe, das ist echt. Aber natürlich alles, was ich künstlich erschaffe, ist erstmal natürlich nicht echt. Ja. Und warum ist das so wichtig? Also wenn man mal in die Geschichte zurückschaut, das hat ganz früh schon angefangen. Also ich habe eine Szene eröffnet mit einem Gemälde zum Beispiel. Und wenn das jetzt die ersten Wandmalereien zum Beispiel waren in irgendwelchen Höhlen, da haben die Leute irgendeine Szene dargestellt, also eine künstliche Szene festgehalten und haben versucht, die so mit ihren Mitteln möglichst gut darzustellen. Ja. Und die Leute, die dann gesehen haben, ja, die konnten dann vielleicht daraus irgendwie einen Schluss ziehen. Genauso das Theater, wenn man denkt so an die alten Griechen zum Beispiel, die dann auf der Bühne Politik gemacht haben. Die haben die Leute in Szenen oder in eine Geschichte gefesselt oder sich reinversetzen lassen und haben damit ganz große Politik gemacht. Ja. Also haben auch künstliche Welten erschaffen.
Genauso hat es der Foto gemacht, der hat das Ganze festgehalten. Aber auch hier kann ich natürlich beeinflussen, wie ich den Fokus setze. Wo mache ich die Schärfe? Ja? Wo mache ich ja, meinen Ausschnitt oder irgendwas? Also heißt, auch hier kann ich natürlich beeinflussen. Das Hörspiel hat das Ganze ins Gehör gebracht. Heißt, ich höre auch, ich kann mit Tönen ganz viele Welten oder künstliche Erzeugungen schaffen, wenn man an drei Fragezeichen denkt, so der Klassiker aus der Kindheit. Da war man als Kind gefesselt und war in dieser Geschichte gefangen und hat es ja nur gehört. Ja. Oder wenn ich jetzt an den Film denke, also der Film hat das Ganze natürlich dann bewegt, ja, aber auch hier wieder beeinflussbar durch verschiedene Aufnahmemöglichkeiten oder Filter oder was auch immer. Der 3D-Film hat es zu uns gebracht und jetzt kommen die digitalen Welten scheinbar neu ins Spiel. Neu sind sie natürlich nicht. Wenn ich so an meine Vergangenheit denke, ich habe mit C64 angefangen, da waren irgendwelche 10 Pixel, haben so ein Männchen dargestellt und es war damals schon sehr, sehr spannend. Heute würde jeder darüber lachen, weil er das gar nicht mehr erkennen würde wahrscheinlich. Und das Neue oder was jetzt das, der wichtige Schritt ist, ist, dass durch die neue Hardware, die wir haben, durch neue Geräte, Computer, haben wir die Möglichkeit, die Realität so perfekt nachzustellen, dass wir es im Grunde nicht mehr unterscheiden können. Und dieser Schritt jetzt hin, dass wir quasi die echte Welt abbilden können in 3D und begehbar machen können. Und das ist eben ein neuer Schritt, der jetzt auch erst möglich ist, so in dem Umfang. Und auch hier stehen wir noch am Anfang, also es geht noch viel mehr. Aber grundsätzlich bilden wir quasi jetzt die Welt nach und können das schon so perfekt machen, dass es wirklich schwierig wird, irgendwann das zu unterscheiden. Und hier finde ich jetzt gerade, wenn ich jetzt als Medienpädagoge spreche, das ganz wichtig natürlich. Also diese Techniken, egal ob das jetzt jede neue Technik hat, ihre Gefahren und Chancen natürlich. Und hier sehe ich natürlich ganz viele Gefahren. Also wir müssen immer zwei Seiten beachten. Lasse ich ein Kind jetzt alleine einen Ego-Shooter in 3D spielen, ja, und es so intensiv erleben, dass das Kind natürlich gar nicht mehr klarkommt mit der Verarbeitung oder ja, mit den Schockeffekten. Oder kann ich auch abhängig werden von sowas? Kann ich vielleicht Psychosen auslösen? Oder welche Gefahren gibt es da? Ich glaube, da sind wir ganz gefragt als Bildungseinrichtungen, dass wir hier auch natürlich Bescheid wissen und auch dementsprechend das weitergeben können, dieses Wissen an Kinder und Eltern. Aber, und das ist für mich eigentlich der wichtige Aspekt, ich sehe immer die Chance bei einer neuen Technik. Also natürlich ist immer derjenige, der handelt, der Entscheidende. Also ich handle als Lehrkraft und kann meine Inhalte aussuchen oder meine Technik. Und dementsprechend auch einen Schaden anrichten oder auch einen positiven Effekt erzeugen, hoffentlich. Und in dieser Technik sehe ich, in den letzten 5 Jahren habe ich das intensiv getestet und vieles ausprobiert, sehe ich wahnsinnige Chancen, weil das ganz neue Wege aufzeigt, wie wir Unterricht halten können oder wie wir Wissen vermitteln können, was ja ganz wichtig ist oder das Wichtigste, dass wir Schülern was mitgeben, um das möglichst zu behalten dann auch ein Leben lang. Und hier hat sich gezeigt, eben in meinem kleinen Bereich, wo ich das jetzt mache, dass da immer sehr gute Ergebnisse herauskommen. Natürlich fehlen hier noch die Studien, die wissenschaftlichen. Es gibt einiges schon, es ist sehr viel am Laufen gerade. Aber natürlich ist das auch ein langsamer Schritt, also erstmal dahin jetzt. Also da müssen wir natürlich noch mehr leisten auch. Wenn wir quasi mit dieser Technik arbeiten, dann versucht man diesen Begriff jetzt, nehme ich mal her, diese Immersion zu erzeugen. Heißt Immersion, wenn ich es mal so darstellen kann, mit den verschiedenen Sinnen, versucht quasi im Gehirn vorzugaukeln, das, was ich jetzt sehe, ist echt. Das heißt, ich sehe hier einen Baum, der ist digital. Ich möchte aber dem Gehirn das so perfekt darstellen lassen oder so erkennen lassen, dass das Gehirn denkt, das ist ein echter Baum, ja? Und erkennt nicht, dass es ein digitaler ist vielleicht. Und hier hat sich gezeigt, je mehr Sinne ich einsetze, also je mehr Sinne ich aktiviere, umso intensiver ist diese Immersion, dieses Gefühl der Präsenz, dieses Gefühl, dass ich wirklich jetzt hier ein echtes Objekt vor mir habe. Also das Gehirn wird überlistet. Und hier ist natürlich das Wichtigste erstmal das Sehen, also das, was ich sehe, glaube ich im ersten Moment mal, wenn man jetzt mal so an diese Deepfakes denkt, die gerade ganz massiv in der Kritik sind, natürlich zu Recht. Ich kann jetzt auch schon ganz einfach mit einem Klick einen Videofilm verändern und kann die Gesichter verändern. Ja. Ich kann ganze Szenen verändern, ohne dass das jemand merkt vielleicht. Ist natürlich sehr gefährlich und daher auch das, was ich sehe, ist immer, im Grunde muss ich es schon hinterfragen. Aber eins der wichtigsten Sachen eben bei VR-Technik, weil ich hier natürlich die größte Immersion erzeuge. Dann das Gehör ist ganz wichtig, also heißt, wenn ich eine Straße sehe, dann möchte ich auch den Ton einer Straße haben im Hintergrund und wenn das noch dabei ist, dann ist diese Immersion fürs Gehirn noch höher. Dazu kommt jetzt dann noch ganz oder relativ neu
dass ich auch Gerüche erzeugen kann. Also heißt, es gibt Aufsätze, da kann ich theoretisch einen Geruch eines Misthaufens vielleicht, wenn man das will, erzeugen und dementsprechend dann noch die Immersion verstärken. Und was auch natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist, ist die Haptik. Das heißt, ich möchte es spüren, wenn ich einen digitalen Stock hochhebe dann und wegwerfe, möchte ich spüren, wie der in meiner Hand ist. Ich möchte spüren, wie er meine Hand verlässt wieder. Oder natürlich auch andere Szenarien, dass ich jetzt als Feuerwehrmann in der virtuellen Welt quasi bin, ein Feuer sehe und ich möchte spüren, oh, ich bin jetzt zu nah dran, ich spüre diese Wärme und muss dementsprechend anders reagieren für Trainingszwecke. Ja? Also heißt, diese Haptik und dieses Gefühl auf der Haut, und das ist ganz wichtig und da gibt es ganz viele Ansätze, auch schon komplett Anzüge, wo ich die komplette Haptik erzeugen kann und sogar über den Rücken streicheln kann und so. Das, also ich merke wirklich jedes Haar. Das ist wirklich ein verrücktes Gefühl, und aber alles schon erzeugbar mittlerweile künstlich. Und dann habe ich die perfekte Immersion, ja, also die perfekte Nachbildung der Wirklichkeit irgendwann. Und hier natürlich können wir diese jetzt positiv nutzen oder auch negativ. Es gibt Studien dazu, habe ich gesagt, also hier von 2018 schon eine, die sehr interessant ist, weil es einfach schon zeigt, dass auch Lernen in VR einfach schon wirklich einen Mehrwert, soll man nicht mehr sagen, aber einen Mehrwert hat tatsächlich oder das Lernen erleichtert. Aber wie gesagt, hier stehen wir noch ganz am Anfang. Aber einfach um zu zeigen, dass hier natürlich ganz viel passiert und auch weltweit schon geforscht wird, weil man schon erkannt hat, dass diese Technik einfach etwas ist, die einfach sehr, sehr elementar sein wird. Wenn wir mal speziell zu Virtual Reality gehen, also jetzt, wenn man diese drei Begriffe hat, jetzt zuerst Virtual Reality. Hier habe ich jetzt diese Brille auf, habe quasi ein abgeschlossenes System auf meinen Kopf und nehme eigentlich auch nichts mehr anderes mehr wahr. Also ich nehme nur noch das wahr, was ich hier auf meinem Kopf auf einem Monitor zu sehen habe oder zu sehen bekomme. Und wenn man mal ganz am Anfang zurückdenkt, also meine erste VR-Erfahrung habe ich 1993 schon in London gehabt. Da waren nämlich VR-Brillen schon mal kurz im Blickfeld, sagen wir es mal so. Da war das alles noch mit Vektorgrafiken und ganz einfach und ganz furchtbar. Und jetzt ist es so, vor ein paar Jahren kamen dann eben diese Cardboards auf, auch von Google ganz massiv beworben oder auch genutzt. Und hier war die Idee, dass ich zwei Linsen habe, mir so einen Pappkarton im Grunde aufs Gesicht stelle oder setze und quasi ein Handy als Zuspieler, als Computer quasi vorne rein setze und auf meinen Monitor quasi schaue, und der ist zweigeteilt und so erzeugt er ein 3D-Bild quasi. Also ganz einfach von der Technik, also wirklich aus Papier und Pappe, mit ganz einfachen Linsen konnte ich schon ein erstes Gefühl einer 3D-Welt erzeugen. Ja? Ist natürlich jetzt gerade für Schulen noch ein interessantes System, weil das natürlich extrem günstig ist. Also das kann ich natürlich jetzt schon überall einsetzen. Wurde auch viel gemacht und wird auch immer noch gemacht. Aber das Problem ist, es kommt an seine Grenzen. Und die Grenze ist die, dass ich hier im Grunde nur einen festen Standpunkt habe. Heißt, ich sehe eine 360-Grad-Umgebung, kann nach oben, unten, hinten schauen. Aber das Problem, wenn ich einen Berg sehe und ich möchte auch hingehen, dann kann ich das nicht. Ja? Das heißt, ich stehe an einem Punkt und bin im Grunde gefesselt. Und das zerstört dann diese Immersion, das Gefühl der Präsenz wieder sehr schnell. Aber nichtsdestotrotz hat diese Technik einen hohen Stellenwert, weil ich da natürlich sehr einfache Ansätze verfolgen kann. Wenn man weitergeht, mal zu den High-End-Brillen, die jetzt momentan auf dem Markt sind, also High-End, sage ich mal, im Mainstream-Bereich, also nicht die vielleicht von irgendwelchen großen Konzernen schon verwendet werden, weil die natürlich eine ganz andere Preisklasse sind. Aber High-End-Brillen, die erstmal kabelgebunden sind, das waren quasi so die ersten, die jetzt angefangen haben. Da waren damals große Namen, die Oculus Rift und eben die HTC Vive, haben das so angefangen quasi. Und hier war eben das Problem, oder ist das Problem momentan noch, dass ich einen Zuspieler brauche, also der mir diese Berechnungen macht, die sehr aufwendig sind. Und diese Berechnungen werden von einem großen Computer natürlich geleistet. Und der ist natürlich sehr, sehr teuer. Also ich gehe jetzt natürlich immer mit dem Blickwinkel von der Schule aus. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch das bezahlbar haben, diese Technik, oder bezahlbar machen. Und wir können natürlich jetzt keinen Klassensatz Computer für 3.000 Euro jeweils leisten oder sich leisten. Und daher war das eine Technik, die natürlich sehr, ja, also nicht wirklich genutzt werden konnte in Schulen noch, aber natürlich auch seine Berechtigung schon hatte. Ich habe es auch schon eingesetzt damals, aber halt dann in der Form eines Projektes oder vielleicht eines Lernraums, wo man eine Brille installiert und dann eben mit einem Computer eben mehrere Kinder durchschleust zu einem Thema. Eben, ja. Und das war eben so waren die ersten Schritte. Und jetzt kam eben über die letzten Jahre, muss man jetzt schon sagen,
kamen die ersten Standalone-Brillen auf. Und diese Standalone-Brillen haben den großen Vorteil, dass ich jetzt eben nicht mehr diese riesen Aufbauten brauche. Ich brauche keine Sensoren, ich brauche keine Kabel mehr, ja? Was auch schon sehr viel Immersion zerstört, diese Präsenzgefühl. Und vor allem, ich brauche auch keine große Technik, also kein großes technisches Wissen, um mich damit zurechtzufinden. Und zudem sind die noch preislich auch erschwinglich geworden. Also heißt, damit kam so ein großer Schub. Und momentan ist da ganz viel, was passiert auf dem Markt. Also da ist Facebook ein ganz großer Player sozusagen, die hier wirklich von der Technik her super Brillen rausbringen. Aber wir haben, glaube ich, morgen noch einen Talk, wo wir auch nochmal drüber sprechen, warum das vielleicht auch sehr gefährlich sein kann. Genau. Also diese Standalone-Brillen kann ich überall aufsetzen, draußen oder drin, also man soll sie eigentlich nur in den Räumen verwenden, aber kann sofort loslegen und braucht eben keinen Zuspieler, was natürlich das mit sich bringt, dass das Ganze reduziert ist auf ein kleines Gerät ist, dass natürlich dann die Rechenleistung dementsprechend geringer ist. Also heißt, ich erreiche natürlich keine Grafikergebnisse, die ein großer Rechner jetzt mit einer riesen, teuren, großen Grafikkarte erzeugt quasi, erreiche ich natürlich nicht. Aber das Neue an den Brillen ist eben jetzt vor allem, und das ist das Entscheidende, jetzt kann ich auch in die Tiefe gehen. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe beim Cardboard, hier bin ich auf einem Punkt, kann mich nicht groß bewegen. Und bei diesen Brillen kann ich den Berg, den ich sehe, theoretisch auch erreichen. Ja? Heißt, entweder habe ich ein langes Kabel oder ich kann mich teleportieren natürlich. Oder natürlich, ich baue meine Umgebungen so, dass alles erreichbar ist. Aber das Schöne ist, ich sehe einen Baum, der ist 5 Meter von mir entfernt und ich gehe dahin aktiv als mit meinem Körper. Ja? Und das macht es eben aus, dass ich jetzt auch physikalisch auf Welten einwirken kann. Ja? Ich kann auch Gegenstände hochnehmen, ich kann die näher an mich ranziehen, ich kann was wegstoßen. Also ganz viele Szenarien, die ich da nutzen kann. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen aufzeigen. Ganz kurz von der Sensortechnik, da hat sich auch einiges getan. Das linke Beispiel ist quasi die Sensortechnik. Ich habe externe Sensoren. Diese Sensoren muss ich installieren und die sagen quasi dem Computer, wo der Mensch mit der Brille sich gerade im Raum befindet. Ja, das ist ein sehr genaues System, die Abtastung ist meistens sehr, sehr gut, aber natürlich aufwendig, wenn ich das jetzt mobil machen will, ist es schon fast unmöglich, dass ich das irgendwie ständig so auf- und abbaue. Auf der rechten Seite sieht man das Inside-Out-Tracking, heißt, hier sind Kameras verbaut in der Brille und in der Brille werden quasi dann finden diese Berechnungen statt, wo die Brille oder der Mensch, der sie aufhat, sich im Raum gerade befindet. Ja. Und somit kann ich auch die Tiefe des Raumes nutzen und bin aber nicht darauf angewiesen, dass ich externe Sensoren installieren muss und kann die im Grunde überall aufsetzen. Ja. Ich kann sofort überall loslegen, egal wo ich bin und brauche keine feste Räumlichkeit. Man sieht hier ein Beispiel, das ist jetzt schon ein sehr altes Video, weil das von der HTC Vive so ein Werbevideo damals oder Einstiegsvideo war damals. Hier ist ein Mädchen zu sehen, das hat eine Brille auf, eine kabelgebundene Brille, also heißt mit Computer verbunden und kann hier quasi mit diesem digitalen Mops sozusagen agieren. Ja, sie kann dem Stock geben, ich kann sie auch mal kurz animieren, kann dem einen Stock geben, kann quasi diesen Stock auch werfen dann und der Hund reagiert theoretisch mit einer kleinen, einfachen künstlichen Intelligenz sozusagen und kann diesen Stock wieder physikalisch zurückbringen. Ja. Und das Kind kann theoretisch alles, was es sieht, erreichen. Ja. Ist natürlich begrenzt. Oder hier auch der Herr hat einen Bogen in der Hand. Er spürt auch sogar den Bogen. Er kann mit der Haptik schon, also die Haptik kann nachgestellt werden, dass ich auch diesen Pfeil vielleicht spüre. Oder ich eben hier diesen Raum erzeuge, wo ich dann mir vorkomme, als wäre ich unter Wasser. Ja. Und dann vielleicht mal Gegenstände oder auch hier einen Wal sehe, den ich sonst in der normalen Wildbahn wahrscheinlich eher selten sehe. Oder natürlich auch für die Schule interessant, ich kann ganz neue Szenarien erstellen. Also heißt, ich kann ja irgendeine Thematik, einen Raum erstellen und kann den dann betreten. Und in dem Fall, gut, Donut essen wäre jetzt nichts für den Unterricht, aber zumindest könnte ich natürlich einen Arbeitsvorgang vielleicht durchspielen, wie er ablaufen sollte. Genau, das wäre quasi Virtual Reality. Das heißt, ich habe eine Brille auf, komplett abgeschlossener Raum, und kann mich da drin auch jetzt in die Tiefe bewegen. Ja? Und neu eben, oder relativ neu seit ein, zwei Jahren jetzt eben diese Standalone-Brillen, die quasi eben nicht mehr dieses Kabel brauchen, sondern komplett alleine mit einer kleinen oder heruntergebrochenen Grafik quasi agieren. Wenn wir zur erweiterten Realität gehen, wir erinnern uns, es geht darum, dass ich in die echte Welt quasi digitale Objekte einfüge. Hier
geht es auch darum, dass ich quasi natürlich etwas Digitales versuche, so nah wie möglich an die Welt heranzubringen. Also heißt, dieses digitale Element soll möglichst perfekt mit der echten Welt harmonieren. Also heißt auch, sich einbinden. Und da passiert auch ganz viel, wenn man die neuen Tablets, die jetzt alle rauskommen, so anschaut, oder die, auch die Smartphones, die haben immer mehr Kameras, haben Tiefensensoren, einen LiDAR-Scanner gibt es bei Apple zum Beispiel. Und hier sind natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, wie ich den Raum vermessen kann und auch so einsetzen kann, dass meine digitalen Elemente dementsprechend auch passend agieren. Und ein Beispiel wäre natürlich hier, wenn man mal so die Idee dahinter auch sieht, ich kann die Fußgängerzone scannen und sehe vielleicht sofort, okay, meine Vorlieben sind jetzt, ich mag Kaffee sehr gern, und er zeigt mir sofort überall an, wo sind die Kaffee möglich, nächsten Kaffeehäuser oder sowas. Und jetzt kann ich natürlich mir auch auf dem Boden das Navi einblenden lassen. Heißt, ich sehe Pfeile, die mich dann dahin geleiten noch. Ja? Also ich muss auch gar nicht mehr nachdenken, muss auch nicht mehr fragen, sondern kann direkt hinfinden. Ja? Genauso könnte ich natürlich, wenn man jetzt mal vom Datenschutz weitergeht, mir Informationen einblenden lassen. Heißt, ich sehe eine Person, die perfekte Gesichtserkennung erkennt, Hans irgendwas, und sagt mir sofort aktuelle Daten zu ihm, was eben das Internet oder das Profil, das schon weltweit angelegt wurde, über diese Person eben aussagt. Ja? Beziehungsstatus, arm, reich, Vorlieben, kann ich da irgendwelche Sachen rausfinden? Also heißt, es ist eine gewisse Gefahr dabei, und da ist auch wieder, finde ich, ganz wichtig, dass man Bescheid weiß. Ja? Also einer der Wissenden ist und dementsprechend auch reagieren kann. Oder hier zum Beispiel, da zeige ich später auch noch was, ist der Merge Cube, der sehr spannend ist, den ich sehr, sehr viel in meinem Unterricht einsetze. Hier kann ich quasi auf einen Würfel digitale Objekte einfügen. Also heißt hier so ein Minecraft-Verschnitt mehr oder weniger. Und hier kann ich dann agieren, kann auch physikalisch darauf einwirken. Und das Besondere ist eben, ich habe diesen Würfel in der Hand, da werde ich aber später noch genauer darauf eingehen. Wenn wir mal zu Mixed Reality gehen, also da wäre ein perfektes Beispiel, was momentan an Brillen auf dem Markt ist, wäre die HoloLens. Ja, das wäre, da gibt es jetzt auch schon die zweite Version, die ist von Microsoft. Ist natürlich eine Brille, die sehr, sehr teuer ist. Also heißt jetzt für Bildungseinrichtungen eher schwierig, natürlich da wieder so einen Klassensatz sich leisten zu können. Ob es auch Sinn macht, ist natürlich auch die Frage. Aber das ist natürlich schon ein Gerät, oder die Idee des Gerätes ist schon etwas, was wir in der Zukunft wahrscheinlich, was uns oft begegnen wird, also immer mehr begegnen wird, weil diese Technik natürlich sehr wegweisend ist. Also heißt, ich kann hier ganz neue Arbeitsabläufe nutzen. Ja? Also ich kann vielleicht mir als Arzt einblenden lassen, wie die Werte sind. Ich brauche nicht mehr irgendwie auf ein Gerät schauen, sondern ich bekomme es direkt in mein Blickfeld eingeblendet. Oder ich kann auch kommunizieren natürlich. Ich kann mein ganzes Büro auf dem Kopf haben. Also heißt, da wird sich einiges verändern. Und ich habe da ein Video gefunden im Internet, das ich sehr spannend finde, weil so würde ich mir jetzt Schule vorstellen. Das heißt, das war 2016 schon auf der Bühne von Microsoft. Sie haben hier quasi ein Hologramm auf den Tisch projiziert. Und das finde ich natürlich eine sehr spannende Sache, weil das wäre meine Idee für einen Unterricht, dass ich sage, ich kann jetzt meine Klasse mitnehmen. Wir haben hier ein Hologramm auf dem Tisch, meinetwegen jetzt vielleicht in 30 Jahren einen Ottomotor, den es dann vielleicht nicht mehr gibt. Und dann kann ich den quasi auseinandernehmen. Ja? Und ich habe den vor mir liegen und kann damit agieren, ja? Also auch physikalisch wie er hier, und kann damit arbeiten. Ist immer noch ein Zukunftsszenario natürlich, aber wie man sieht, es ist schon möglich. Und hier wird natürlich viel geforscht und viel gemacht. Und ist natürlich ein sehr spannendes Feld, weil das natürlich also enorm viele Möglichkeiten für den Unterricht bringt. Ja? Ob ich jetzt vielleicht das menschliche Herz dann einfach mal auf den Tisch lege und dann kann ich daran arbeiten. Und also das ist schon, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Und da wird sich einiges tun. Wenn wir einen ganzen kleinen kurzen Blick in die Zukunft mal setzen. Also ich habe hier, das verfolgt auch, ich verfolge sehr viel natürlich in dem Bereich. Das war eine Brille, die vor längerer Zeit mal angekündigt wurde und dann aber wieder vom Markt verschwunden ist, also nie auf den Markt kam. Ich glaube, sogar eine Woche vor Marktstart ist die wieder rausgenommen worden. Und das ist auch schon quasi eine Brille, der ich es aber gar nicht mehr ansehe oder sehr schwer ansehe, dass das hier eine AR-Brille ist. Und das ist natürlich auch so eine Zukunftsvision, dass ich sage, in 2-3 Jahren vielleicht brauchen wir kein Handy oder Smartphone mehr, sondern es ersetzt vielleicht diese Brille und alle Informationen, die ich auf dem Smartphone habe, wo ich dann immer meinen Blick drauf wenden muss, habe ich dann vielleicht direkt im Sichtfeld. Ja, und ganz viele andere Möglichkeiten natürlich.
Oder wenn man mal eins weitergeht, diese Ideen und Patente und ja, Ansätze sind auch schon da gewesen oder sind da, dass ich Kontaktlinsen erschaffe, die vielleicht auch schon diese Fähigkeiten haben, jetzt mit einfachen Sachen natürlich, mir Informationen einzublenden. Oder, und das finde ich auch eine sehr spannende und auch, ja, auch vielleicht beängstigende Idee, Neuralink, und zwar von Elon Musk, der hat es vorgestellt, und zwar wirklich diese Schnittstelle an den Körper selbst. Also heißt, ich hänge einen Computer aktiv, ja, über eine Schnittstelle ans Gehirn, und die Idee ist, dass ich dem Gehirn im Grunde dann auch Bilder, ja, präsentieren kann, die ich am Computer erzeugt habe. Also heißt, irgendwann, wenn man vielleicht mal in 30, 20, 30 Jahren schaut, brauche ich keine Brille mehr, sondern kann es direkt ins Gehirn projizieren und bin komplett hardwarefrei, außer natürlich diese kleine Schnittstelle, der kleine Eingriff. Ja, und jetzt natürlich die Frage jetzt für uns Generationen, ich könnte mir nie vorstellen, jemanden an mein Gehirn zu lassen, aber vielleicht ist es dann in 20 Jahren einfach ganz normal, dass ich dann hinten drauf tippe und tschack, habe ich den Satz von Pythagoras, ja, und auf einmal ist Lernen ganz anders oder ich kann sämtliche Sprachen der Welt und dann sagen die, wer nicht mitmacht, hat natürlich dann weltweit verloren. Also das, ja, man weiß nicht, wo es hingeht, aber ist natürlich auch noch Zukunftsmusik, aber man sieht, was da für Ideen da sind und wo die Forschung hingeht auch. Genau. Hindernisse, und das ist ganz wichtig für den Schulbetrieb. Also wir haben momentan noch einen sehr hohen Preis bei der Hardware gehabt. Das hat sich jetzt ein bisschen reduziert, hat sich sehr viel getan. Die Preise sind jetzt sehr gefallen. Die Hardware ist einfach günstiger geworden. Ja, ist natürlich klar, je mehr Leute das vielleicht auch kaufen oder auch wie groß der Markt ist auch letztendlich. Und da tut sich natürlich sehr viel. Dann großes Problem am Anfang war die Komplexität. Das heißt, es haben sich an diese Technik nicht viele herangetraut, weil dieser Aufbau jetzt eher komplex war. Also eine normale Lehrkraft hätte vielleicht Probleme, im Unterricht das schnell aufzubauen, so wie früher vielleicht diesen 8mm Filmrollenprojektor. Ja, da waren auch immer so Experten da, die das konnten. Ist jetzt vielleicht die VR-Brille dasjenige, wäre das dann. Das hat sich auch reduziert, eben durch die Standalone-Brillen. Also heißt, ich brauche keinen Aufbau, keinen externen Aufbau, sondern ich setze die auf und kann eigentlich sofort beginnen. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig die Inhalte. Das ist natürlich das Problem oder auch die Hauptsache, was wir eigentlich als Schulen brauchen. Wo bekommen wir Inhalte her und wer ist für die Inhalte verantwortlich und wer überprüft Inhalte auch? Ja? Gerade in Zeiten von Fake News ist das natürlich ein ganz großes Thema. Wer hat diesen Inhalt gemacht und stimmt der auch? Ist der geschichtlich oder wie auch immer wirklich korrekt dargestellt? Und ja, da sind wir natürlich dran. Das ist der schwierigste Part, würde ich noch sagen. Wo bekommen wir als Lehrkräfte jetzt passende Inhalte her? Da gehe ich aber noch drauf ein. Genau, kommen wir zur Schule. Also ich habe jetzt so ein paar Beispiele mal mitgebracht, wie Schule bei mir schon ausschaut. Also heißt, wie mein Unterricht schon erweitert wird durch Virtual Reality oder Augmented Reality. Und zwar ganz kurz, das sind die Beispiele, die ich kurz zeige, werde ich jetzt aber im Einzelnen ganz kurz auch vortragen. Also zum einen glaube ich, dass eine große Chance ist, dass wir endlich Schulbücher digitalisieren. Also heißt, das Schulbuch, das echte Buch wird nie verschwinden, ja? Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Bücher zu erweitern. Das heißt, ich kann mit einer Kamera jetzt hier mal ein Buch, ich habe es mal dargestellt als eine einzelne Seite, darstellen. Und wenn ich eben möchte und die Möglichkeit habe, mit einem Tablet zum Beispiel, kann ich jetzt hier digitale Objekte zusätzlich einblenden lassen. Also heißt, ich kann dieses Buch erweitern digital und kann vielleicht so das Lernerlebnis oder auch die Lernerfahrung immersiver machen, ja, oder kann auch vor allem dann, ja, für die Kinder das besser darstellen und die verstehen vielleicht manche Zusammenhänge besser. Das Schöne ist, ich kann das eben weiterhin herkömmlich nutzen, das Buch, aber kann eben auch jederzeit digitale Objekte einfügen. Und ich glaube, da ist eine große Chance dieser Technik, dass wir hier Arbeitsblätter digital erweitern. Und da, glaube ich, müssen wir ganz viel machen, weil das ist der erste große Schritt, den wir wirklich nutzen können. Dann ein Beispiel aus meinem Unterricht, also wie ich zum Beispiel Unterricht auch halte momentan oder schon gehalten habe. Also die Kinder sollen ein Produkt entwickeln, ja, also und das dann präsentieren und dann quasi sich überlegen, wie können wir das vermarkten, wie können wir Werbung gestalten oder sonst irgendwas. So, die Idee ist, sie haben ein Produkt, meinetwegen sollen sie jetzt ein Schiff sich konstruieren, ja, oder ein Objekt. Die Idee ist natürlich da erstmal, man setzt sie zusammen, schreibt ein Konzept, eine Idee. Jetzt gehen wir weiter zu einer Plattform, die heißt Tinkercad.
ein CAD-Programm quasi, wo ich kostenlos mit Klassen auch arbeiten kann. Und hier kann ich wirklich sehr schülergerecht, ganz schnell und ganz einfach einfache 3D-Objekte selbst erstellen. Also wirklich, wir haben jetzt mal dieses Ei, habe ich jetzt mal als Beispiel, mit zwei Füßen ganz schnell gemacht. Heißt, hier kann ich ganz schnell auch mit schon Kindern quasi ganz tolle Objekte erzeugen, die ich wieder nutzen kann. Jetzt kommt mein Merge Cube ins Spiel, den ich vorhin auch kurz gezeigt habe mit dieser grünen Landschaft drauf. Der schaut so aus, ist ein schwarzer Würfel, der hat verschiedene Zeichen drauf, dass quasi die Kamera erkennt, welche Seite gerade vorne ist. Und jetzt ist die Idee, dass die Schüler quasi hier ihr Objekt, das sie dann entworfen haben, drauflegen und dann präsentieren. Das schaut dann so aus, also man sieht es in dem kleinen Video. Ich kann dann quasi mein Ei mit den zwei Füßen präsentieren oder im besten Fall vielleicht das Haus, das ich entwickelt habe oder vielleicht neue Schuhe oder irgendwas, die ich designt habe und kann dann so meine Präsentation quasi vor der Klasse, vor der Lehrkraft, vor der Prüfungskommission oder später vielleicht dann bei BMW, wenn ich dann das neue Auto vorstellen soll, kann ich denen sagen, schauen Sie hier, hier ist mein Hologramm, schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie was ändern wollen, kann man das sofort machen. Ja. Und das sind so Ansätze, wie man eben so eine Technik einsetzen kann. Und dann natürlich bei uns geht es in 3D-Druck am Ende. Das heißt, dieses Ei mit den zwei Füßen kann ich dann auch noch ausdrucken. Heißt, ich habe es dann wieder in die echte Welt geholt und habe meinen Prototypen tatsächlich vor mir liegen. Und das wäre so eine klassische Anwendung, wie man jetzt mit der AR-Technik ganz toll im Unterricht Elemente dazufügen kann. Oder natürlich jetzt auf diesen Cube kann ich natürlich auch historische Sachen setzen. Also heißt hier mal so eine Statue und kann das einfach mal mir anschauen. Ja, kann es vergrößern, verkleinern und dementsprechend einfach wirklich lebensgetreu mir anschauen und nutzen und kann es eben auch bewegen. Und das macht es eben aus, dass ich hier die Möglichkeit habe, das auch wirklich haptisch zu beeinflussen. Weiter mache ich ganz viel, zum Beispiel auch meine Schüler müssen, also präsentieren ist ja so eine Sache, präsentieren ist ganz wichtig. Ja? Die müssen eine Idee vorstellen oder sowas. Und hier zum Beispiel ein erster Schritt ist, die müssen eigene Schuhe quasi, also hier irgendwelche Turnschuhe selber designen quasi, sich überlegen, wie soll mein Schuh ausschauen. Und am Ende können sie sich den Schuh dann, wenn sie dann gemalt haben, also sie malen den herkömmlich aus, können sie den Schuh dann quasi einfach mit einer AR-Technik in die echte Welt holen. Und das heißt, sie können sich ihr eigenes Design, so wie sie es wirklich entworfen haben, dann anschauen. Und das ist natürlich für die Schüler ein Aha-Erlebnis, weil die auf einmal sehen, okay, so sieht mein Schuh aus. Und jetzt kommt man vielleicht auch noch ganz neue Ideen, wie man dann den vielleicht präsentieren kann oder wie ich den vielleicht dann auch noch verändern kann oder irgendwelche Sachen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Sache, was Schülern natürlich auch sehr Spaß macht. Und Schule darf Spaß machen und auch vor allem motiviert. Ja? Und man hat ein Ergebnis, man sieht was, man sieht diesen Schuh einfach in der echten Welt und kann sagen, okay, das habe ich jetzt erzeugt. Ein ganz wichtiges Thema sind neue Lernorte. Also ich habe die Möglichkeit jetzt mit Virtual Reality neue Orte zu begehen und das war vorher noch nicht möglich. Und da möchte ich mal zwei sehr spannende Beispiele zeigen. Also ich möchte, oder ich habe in der 6. Klasse meinetwegen die alten Ägypter, ja. Die Pyramiden natürlich ein großes Thema. Jetzt ist meine Idee, ich habe ein Portal, ja, eine Tür, die öffne ich und jetzt gehe ich mit meiner ganzen Klasse in eine andere Welt. Ja. Also heißt, in dem Fall gehen wir ins alte Ägypten oder ins aktuelle Ägypten und schauen uns mal die Pyramiden in Wirklichkeit an. Ja, und natürlich ist es sehr aufwendig, wenn wir das jetzt machen. Fliegen ist gerade schwierig. Das heißt, wir müssen neue Wege finden. Und hier ist natürlich Virtual Reality eine ganz tolle Technik, die wir da nutzen können. Und ich möchte mal ein Beispiel zeigen, und zwar eben hier habe ich eine Tür, die setze ich in den Klassenraum, kann ich einfach reinsetzen und jetzt öffne ich das Portal und jetzt sehe ich ein Kinderzimmer in dem Fall. Die steht jetzt wirklich im Raum, diese Tür. Ja, ich kann jetzt diesen Raum dahinter, also diese Tür durchwandern, durch das Portal gehen und kann quasi diesen Raum, der dahinter ist, betreten. Also wenn man jetzt mal hinter die Tür schaut, da ist natürlich eine Wand. Und wenn ich jetzt vorne wieder reingehe, kann ich da reingehen und bin in einer komplett anderen Welt. Dann nehme ich die ganze Klasse mit, ja, die können da jetzt reinlaufen und können jetzt dieses Zimmer erforschen, ja, und können sich auch hinsetzen, können schauen, was ist unter dem Tisch, vielleicht ist irgendwas versteckt oder irgendwas, wie schauen die Bilder aus. Also heißt, ich habe eine digitale Welt, die ich im Klassenzimmer mit der ganzen Klasse begehen kann und jeder für sich, ja. Und das ist eine sehr spannende Sache. Oder wenn man jetzt mal an die Apollo-Mission denkt, also an die ersten Menschen auf dem Mond, die ihr Jahrestag hatten jetzt vor kurzem erst. Hier ist natürlich auch eine sehr spannende Sache. Ich mache ein Portal auf und
dieses Portal ermöglicht es mir, eben ja, auf den Mond zu gehen. Ja, ich gehe dann hier rein, sehe die Astronauten oder Kosmonauten, ich weiß gar nicht, was man sagt, und kann es hier zurückschauen und bin aber auf dem Mond, in der Umgebung. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend, weil ich kann jetzt wirklich auf den Mond gehen, kann die Original-Funksprüche mir anhören. Also hier so die legendären Sätze, ja, dass er dann ein kleiner Schritt für ihn eben ist. Und das kann ich mit Original-Funksprüchen miterleben. Und das ist ein unfassbares Gefühl. Die Schüler, mit denen ich das gemacht habe, waren so fasziniert und so in diesem Moment drin, dass sie auch überhaupt mal verstanden haben, was diese Mondlandung auch für eine Bedeutung hatte. Und das kann ich natürlich jetzt mit dieser Technik hervorragend machen. Genau. Genau, habe ich dann nochmal, aber das gehen wir gleich weiter. So, Geschichte ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil Virtual Reality im Geschichtsunterricht ermöglicht mir ganz viele neue Dinge einfach. Also ich kann Begehungen machen, haben wir jetzt gerade gesehen. Ich kann Geschichte begehen, ich kann Geschichte erleben ganz anders. Ich kann Sachen konservieren. Also heißt, es gibt jetzt, haben wir vor kurzem, wurden wieder ganz viele neue Särge oder in Ägypten gefunden, Grabkammern, und die sind natürlich nicht begehbar. Ja? Und ich habe das Problem, dass ich ja Orte habe, die kann ich nicht für Touristen zugänglich machen, weil natürlich das kaputt machen würde mit der Zeit. Und so könnte ich vielleicht einfach Orte konservieren, aber trotzdem für die breite Masse zugänglich machen, indem ich sie einfach virtuell begehe. Und da gibt es ganz tolle Ansätze. Es gibt zum Beispiel eine Digitalisierung der Grabkammer einer Pharaonengattin. Und es sind wirklich mit 3D-Kameras aufgenommen, die Originalsteine, die Originalkammer quasi. Und ich kann in diese Kammer gehen und sehe wirklich sogar die Steinschläge an den Stufen und sehe, wie die früher gearbeitet haben. Und erforsche vielleicht auch die Wandmalereien und so. Und die Kammer ist aber verschlossen, aber so kann ich die begehbar machen. Und das ist natürlich schon eine enorme Leistung, was hier die Technik für uns dann bringt. Oder wenn ich an Inklusion denke, also Kinder, die vielleicht ja im Rollstuhl sind oder vielleicht auch einfach auch finanziell irgendwie nie an einen Ort kommen können, die kann ich so zumindest im Ansatz, ja, vielleicht das Gefühl mal geben, wie es da ausschaut. Und also ich glaube, da ist einfach ein großer Vorteil. Oder zum Beispiel auch, ich kann Zeitzeugen festhalten. Ja? Also hier zum Beispiel geht es um Holocaust. Das war ja nur Nachmittag, und das sind dann Zeitzeugen, die erzählen, wie sie das damals erlebt haben. Und die Hitze, das ist eine so eindringliche Erfahrung für die Schüler, echte Menschen Luft vor sich zu sehen. Ja? Und ja, die Geschichte von denen zu hören, mitten in meinem eigenen Lernraum. Und das ist wenn heute was, Schneeflocken das fallen, das waren damals Funken. Da sieht man eben so Stärken dieser Technik, dass genau das eben jetzt möglich ist, ja, dass wir sowas konservieren und nutzen können. Oder in der Geografie zum Beispiel, da haben wir jetzt eine ganz tolle App, jeder kennt es, Google Maps oder Google Earth, da gibt es eine VR-Version davon, die frei zugänglich ist und eben die Originaldaten, aber jetzt nicht nur die Bilddaten, sondern auch physikalisch, also oder sagen wir so mit Laservermessungen, quasi auch die Höhen- und Tiefenprofile der Welt erfasst haben. Und ich kann die Welt quasi begehbar machen. Also heißt, ich kann mal den Kindern in München, die vielleicht gar nicht wissen, dass die Isar eine Quelle hat, mal sagen, hey, sucht mal die Isarquelle. Und dann gehen die los als Riese durch die Alpen und schauen mal, wo die Isar überhaupt herkommt. Ja? Was ist da los? Oder wie? Was heißt es, dass in Ägypten vielleicht der Nil, dass da alles versandet oder dass die Sahara sich immer mehr ausbreitet oder wie Städte aufgebaut sind? Also heißt, ich kann wirklich jeden Ort der Welt begehen und bin aber wirklich präsent. Und das ist wirklich ein Erlebnis, das ist eins der mächtigsten Techniken, die ich hier verwenden kann. Oder natürlich ganz wichtig ist überhaupt die Medienkompetenz. Also wir als Lehrkräfte haben ja verschiedene Kompetenzen, die wir bei den Schülern ausarbeiten sollen oder die erlernen sollen oder können sollen. Und hier wäre zum Beispiel ein Beispiel, ein Video, das ich schon gedreht habe, einfach, dass ich künstliche Objekte hier reinsetze und einfach einen kleinen Kurzfilm mache. Ja, und jetzt hier mit einem in die echte Welt quasi ein kleines digitales Element eingefügt habe. Also ich habe die normale Filmwelt erweitert mit digitalen Elementen. Und das ist ja ein Element, was in den Filmen, die Kinder draußen sehen, auf allen Kanälen oder wo auch immer, Streaming-Portalen, die verstehen auf einmal, wie sowas funktioniert. Wenn ich selber so einen Film produziert habe als Kind, weiß ich vielleicht auch, wie einfach es ist, ja, solche Special Effects einzufügen. Also ich brauche heutzutage nicht mehr viel Technik, um schon beeindruckende Filme zu drehen, die eine Wahnsinnstechnik haben schon. Oder hier zum Beispiel als Ansatz für Fake News zum Beispiel, dass ich hier einen Film habe,
Ich bin auf der Straße, habe meinen Schülern gesagt, ja, ich bin fast vom Auto erschlagen worden. Und die glauben mir das natürlich erstmal, weil jeder sieht, oh, das ist ein Videofilm, Wahnsinn, das hat er wirklich gefilmt. Und dann kommt man eben drauf, ja, wie kann ich denn, gibt es Möglichkeiten, sowas zu beeinflussen? Kann ich hier was verändern? Kann ich das beeinflussen, zu erkennen, oder wie erkenne ich eine Fake-Datei oder sowas? Ja? Und das sind natürlich so Ansätze, da ist Medienkompetenz ganz wichtig natürlich, ein Teil davon. Und natürlich dieses Produzieren, dass die Kinder vom Konsumenten zum Produzenten werden. Ja? Also heißt nicht nur blind konsumieren, sondern auch wirklich aktiv werden. Und das ist ja ein ganz wichtiger Ansatz der Medienpädagogik auch, dass ich sage, ja eben nicht nur dieses Konsument sein, ja, sondern mitgestalten, die Welt mitgestalten. Und einen ganz wichtigen Aspekt finde ich noch, virtuelle Helfer. Also ich habe das jetzt schon in verschiedenen oder bei verschiedenen Berufsgruppen auch erfahren und erlebt, dass hier so ein Guide-System erstellt wird. Also heißt, ob jetzt Ärzte oder medizinisches Personal quasi ja, einen Guide zur Verfügung haben, der ihnen dann Ratschläge gibt. Und hier zum Beispiel habe ich jetzt, nur als Beispiel, ist jetzt nicht wirklich ein Guide, aber vielleicht ein Helferchen für die Schüler. Oder auch, vielleicht ersetzt es irgendwann mal die Lehrkräfte, dass ich einfach jemanden habe, der mir vielleicht dann Pythagoras oder irgendwas nochmal genauer erklärt, wenn ich sage, ich brauche Hilfe oder sowas. Und ja, das sind solche Ideen, die es schon wow. gibt und hier kann man natürlich extrem viel machen und ist natürlich das Feld sehr weit. Wenn man mal den klassischen Biologieunterricht anschaut, also so wie ihn vielleicht die meisten noch kennen, heißt, ich habe irgendeine Darstellung, jetzt die linke Darstellung ist sogar schon vielleicht eine modernere Darstellung, aber klassisch habe ich immer so eine, ja, so eine Skizze oder irgendeine Darstellung von einem Herzen zum Beispiel und sehe dann natürlich die verschiedenen Elemente oder die Herzkammern, die Herzklappen, die beschrifte ich natürlich dann dementsprechend und so lerne ich das dann. Und ich habe jetzt ganz viel probiert mit meinen Schülern, wie kann ich denen das Herz vielleicht noch immersiver, noch genauer darstellen. Und da gibt es zum Beispiel eine tolle App, die heißt Inside Heart. Da kann ich mir quasi den Menschen wirklich in die Welt stellen, also ins Klassenzimmer und kann den quasi dann direkt vor Ort untersuchen lassen. Also heißt, da steht jetzt dieser digitale Mensch, der hat natürlich seine Organe drin, hier in dem Fall das Herz, weil Herz eben das Thema war oder ist. Der steht wirklich im Raum, der bleibt da auch stehen, wenn ich wieder rausgehe. Das heißt, die ganze Klasse kann jetzt diesen Menschen sich mal anschauen. Oder eben, ich gehe hin und möchte eben das Herz speziell anschauen, dann mache ich mir das Herz groß und kann jetzt hier mal deine das Herz wirklich in 3D vor mir im Raum als Hologramm stehen haben. Ja? Ich kann auch das Herz noch näher anschauen, ich kann die Herzfrequenz erhöhen, ich kann schauen, was macht eine gewisse Krankheit oder eine Überfunktion, Unterfunktion, was passiert mit den Blutkörperchen im Herz. Und da habe ich gemerkt, wie Schüler eben auf einmal ganz anders damit umgegangen sind. Das war spannend, das war eine gewisse Erforschung des Ganzen, also so der Forscherdrang war da. Und vor allem, sie haben es verstanden auf einmal, wie vielleicht sowas funktioniert, weil sie es einfach ja, in fast in echter Darstellung vor sich haben. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann setze ich mir jetzt die VR-Brille auf und gehe zu den Menschen hin und kann diesen Menschen jetzt auseinanderziehen, so wie hier, und kann mir quasi jetzt das Herz wirklich mal direkt anschauen. Das heißt, ich hüpfe hin, kann die Organe als einzeln anschauen und kann mir das Herz dann mal vor mich hinstellen und kann außen rum gehen oder kann in das Herz reingehen. Das ist jetzt mit der VR-Technik möglich, ist mit AR-Technik natürlich noch nicht möglich. Und das ist ein wahnsinniger Ansatz und da habe ich mit den Schülern wirklich tolle Erfolge gehabt, die dann auf einmal gesagt haben, also jetzt verstehe ich auf einmal, wie das Herz funktioniert und jetzt verstehe ich, was diese Herzklappen überhaupt machen und wie die in welchem Zusammenhang die stehen oder solche Sachen. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, da ist, glaube ich, Lernen auf einem ganz neuen, höheren Level einfach anzusehen. Oder natürlich ganz wichtig, die Kommunikationswege. Also heißt, ich habe ganz neue Möglichkeiten und das ist auch das, was wir hier, glaube ich, MixR Hub, eben auch versuchen, auch Ideen, wie man vielleicht solche neue Portale schaffen kann, um mit Leuten in Verbindung zu treten, die vielleicht nicht in einem Raum sind, sondern eben über die ganze Welt verstreut sind. Und ja, da ist eben so, sind diese Plattformen, wo ich als Avatar dann vor den Menschen bin, eben ganz spannend. Und das ist auch eine spannende Sache, weil diese Avatare, man sieht es hier als Beispiel, jetzt immer besser werden. Das heißt, ich kann jetzt sogar schon die Mimik und alles nachgestalten quasi und wirklich den Avatar dann digital auch so sehen, wie ich in Wirklichkeit ausschaue und auch vor allem meine Mimik übertragen. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das einfach sehr wichtig ist. Es gibt noch zum Beispiel mal diesen Mozilla Hubs. Das sind
Möglichkeiten, wo ich ganz einfach, ganz schnell und kostenlos virtuelle Welten bauen kann und diese dann quasi auch begehbar machen kann. Und ich kann hier Leute einladen. Also eine sehr einfache Möglichkeit. Oder wenn ich jetzt auch noch weitergehe, eben CoSpaces ist hier eine ganz tolle Plattform. Gibt es als App oder auch eben im Computer, am Browser. Da kann ich eben einfache Welten ganz einfach mit so einem Baukastensystem selber bauen und kann diese dann auch noch begehen oder mit einer Brille eben aktiv nutzen einfach. Und das ist wirklich sehr spannend und das habe ich schon mit Schülern gemacht und da tun sich ganz neue Ideen auf und Schüler sind da unglaublich kreativ und können da wirklich ganz schnell mit so einem Baukastensystem einfach 3D-Landschaften kreieren und dann letztendlich darstellen. Genau, und jetzt bin ich eigentlich schon fast am Ende. Jetzt ist die Frage für mich, was benötigt Bildung eben, um jetzt in VR vorwärts zu kommen? Und da glaube ich, ist einfach das Grundlegendste, wir brauchen einfache Lösungen. Lehrkräfte müssen das bedienen können, ohne da eine Informatikausbildung zu haben. Und da glaube ich, ist das Wichtigste die einfachen Lösungen. Der Datenschutz, da kommen wir morgen noch drauf auch, ist eine ganz wichtige Sache. Das erleben wir immer wieder auch in der Schule. Und da ist natürlich auch die Frage, was macht diese Technik und welche Daten werden aufgegriffen? Ja? Dann brauchen wir Lernplattformen, also XR-Plattformen, die quasi uns unterstützen, Baukastensysteme. Natürlich die Hardware muss da sein und letztendlich ganz wichtig die Inhalte. Und da ist die Frage, wer die eben für uns macht. Und ich denke, da werden wir dann uns noch in der nächsten Zeit drüber unterhalten und vielleicht schauen, wie können wir das voranbringen. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Robert. Das war ein großartiges Feuerwerk an Beispielen und Ideen. Und deine 5 Punkte hier, die du zusammengefasst hast als Fazit, sind die Punkte, die wir mit dir gemeinsam weiter unterstützen wollen. Einfache Lösungen, Datenschutzlösungen, eine XR-Lernplattform, wo Inhalte wirklich verfügbar sind und nicht auf Landkreisebene man irgendwie Lizenzen kaufen muss. Das ist etwas schwierig. Die Hardware muss natürlich da sein. Und was die inhaltliche Gestaltung angeht, gibt es ein neues Förderprogramm beim FFF, das wir gemeinsam auch erkunden können. Dort können XR-Inhalte für die Schule gefördert werden. Das heißt, wir können Lehrer und Produzenten zusammenbringen. Und ich denke, es wäre schön, wenn wir die Lehrpläne mal durchforsten können, welche Inhalte sich am besten eignen würden für die verschiedenen Medien. Genau, soweit hier. Und jetzt sind wir auch schon durch mit der Zeit. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Es war ein großartiger Vortrag. Vielen Dank. Okay.